Update von Roblox Brookhaven gibt es viele Neuigkeiten. Aber unter anderem auch vielen kleinen Secrets, die du bestimmt übersehen hast. Ach, wo ist der? Er war doch gerade eben hier. Miau! Oh Mann, die darf mich auf gar keinen Fall erwischen. Oh, geh schon weg, geh schon weg. Sehr gut, sehr gut. Oh Mann, das ist so ein gutes Versteck hier in meinem, in meinem Bunker. Mit dem ganzen Geld, was ich eben geklaut habe. Oh yeah, ich meine natürlich, was ich mir ausgeliehen habe. Ganz logisch. Und sag mal, wie komme ich jetzt hier eigentlich wieder raus? Hallo? Nein, nein, ich will nicht in meinem Auto sterben. Ich will nicht. Oh, ich hätte einfach die Tür aufmachen müssen. Naja, Leute, wir schauen uns heute auf jeden Fall mal Secrets im neuen Brookhaven Update an, wo es unter anderem dieses coole Dings hier gibt. Ja, ich weiß gar nicht, was das eigentlich darstellen soll. So ein Security-Wagen oder sowas in die Richtung, Leute. Und mir ist etwas aufgefallen, ja? Ich habe nämlich gesehen, dass sich hier unten ein seltsames Logo befindet. Das Muster der, weiß ich auch nicht, was genau es sein soll. Findet ihr das nicht auch faszinierend? Dann würde ich sagen, lasst auf jeden Fall mal einen Daumen nach oben, unten auf den Kanal da und schreibt gerne mal in die Kommentare, falls ihr eine Idee habt, was das bedeuten könnte. Okay, wir müssen auf jeden Fall mal aufpassen, dass uns die Polizei hier nicht sieht. Deswegen würde ich sagen, fahren wir aber mal ganz entspannt nach vorne und suchen uns ein gutes Versteck. Oh Mann, ich hoffe, die kommt nicht zurück. Oh, da ist sie, da ist sie, da ist sie, da ist sie. Okay, okay, schnell, schnell, schnell. Wir müssen uns verstecken, wir müssen uns verstecken. Ich habe da doch irgendwas gesehen. Lieber nochmal nachgucken. Oh nein, oh nein, oh nein, das ist nicht gut, Leute, das ist nicht gut. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Schnell, schnell, irgendwo. Ich muss weg hier. Oh, in den Kühlschrank. Was? Moment mal. Hallo. Hey, hier ist ein cooles Versteck hinter der... Wow, warte mal ganz kurz. Was macht sie denn da jetzt draußen? Ich scheine wohl doch nichts gesehen zu haben. Wobei, warte mal, ich habe doch was gesehen. Oh nein. Blaue Doritos. Oh, das ist meine Lieblingssorte. Was? Blaue Doritos? Oh. Was war das denn? Ich bin das automatisierte Wandsystem, welches in der Wand ist und eine sprechende Wand? Diese Doritos müssen abgelaufen sein. Weswegen war ich jetzt eigentlich nochmal hier? Ach, ist doch egal. Na gut, schnell wieder nach Hause. Puh, das ist ja gerade nochmal gut gegangen. Und Gott sei Dank konnten wir die ganze Beute behalten. Oh, aber diesen Wagen werde ich mitnehmen. Da ist nämlich gestohlene Beute drin. Oh, ich wusste, dass das passiert. Oh Mann. Na gut, egal. Was soll's. Da müssen wir auf jeden Fall mal ganz kurz hier raus. Können wir hier eigentlich noch irgendeinen Ziegut finden? Das ist auf jeden Fall ziemlich cool, dass das hier so ist. Aber... ach, ist auch egal. Na schön, okay, Leute. Ich glaube, da gibt es nur noch eine einzige Möglichkeit, was wir machen können. Und zwar nochmal irgendwas überfallen. Weil Sachen legal zu machen, ist ja auch irgendwie langweilig oder so. Oh, apropos, was mir auch noch aufgefallen ist, es gibt hier irgendwelche Schilder in ganz bestimmten Farben. Und zwar in Pink und Rot und Schwarz. Oh, ja, Leute. Da kann man auf jeden Fall auch irgendwas draufschreiben, was auch ziemlich cool aussieht, glaube ich. Warte mal. Ich schreibe jetzt einfach mal Hallo drauf. Und, warte mal, ich kann es doch auch irgendwie... kann ich das nicht schwarz machen? Oh, dann habe ich ein Schwarz-auf-Schwarz-Schild, Leute. Dann sieht man einfach gar nichts. Okay, das ist aber irgendwie ein bisschen dumm. Warte mal, ich kann sogar irgendwie irgendeine Nachricht schreiben. Ich kann sogar so schreiben, so Hallo, ich heiße... Sadie. Oh, ja. Warte, dann kann ich einfach so machen. Hallo, ich heiße Sadie. Oh Mann, das ist so cool. Und ich glaube tatsächlich, wenn man sich das aus dem Menü holt, dann gibt es das auch nicht, weil ich glaube, wenn du dir aus dem Schild ein Menü holst, ist es grundsätzlich immer weiß. Und das, will ich das nochmal ganz kurz verifizieren. Oh ja, Leute, das bedeutet auf jeden Fall, dass wir ganz genau 4 neue Schilder haben in Brookhaven, die es davor noch nicht gab. Das ist ziemlich cool. Und ich glaube, das haben sicher viele von euch auch nicht mitbekommen. Und was auch viele von euch nicht mitbekommen haben, ist, dass auf diesem Zettel eine Geheimbotschaft steht. Ich kann sie nur nicht lesen, weil sie in Geheimschrift geschrieben wurde. Okay, um genau zu sein, das stimmt eigentlich nicht, das war nur ein Spaß. Aber was tatsächlich dafür wirklich geht, ist das gute alte Ausrauben einer Kasse. Oh ja, denn man kann ab jetzt ganz viele Sachen ausrauben in Brookhaven. Und zwar, indem wir einfach mal hier eine Bombe platzieren und... oh, yeah, Leute. Und schon ist auf jeden Fall die Alarmanlage angegangen. Und da oben steht auch Food Mart has been robbed. Aber dafür habe ich eine Menge Geld bekommen. Yeah! Und wir müssen jetzt, glaube ich, schnell wieder abhauen, bevor die Polizei wiederkommt. Wee, 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 der Alarm! Es gibt einen Alarm für Katzizoi. Der Foodmart wurde überfallen. Schnell dahin. Ob das Verbrechen irgendwas damit zu tun hat, von dem, was vorhin passiert ist? Ach, wahrscheinlich nicht. Oh, nicht gut, nicht gut, nicht gut. Oh Mann, oh Mann, oh Mann, das war ganz schön knapp. Okay, Leute, ich glaube, wir sollten uns hinter einem Schild verstecken, auf dem steht... ich bin nicht Sadie. Oh, warte mal, ich bin nicht Hashtag, Hashtag, Hashtag? Ja, okay, das bin ich unter anderem auch nicht, aber das sollte nicht die gesuchte Person sein. Gut, ist auch egal, auf jeden Fall, Leute. Aber Leute, ich glaube, wir müssen uns auch einfach mal verteidigen vor der Polizei und uns nicht die ganze Zeit einfach verhaften lassen, nur weil wir irgendwelche Banken ausrauben oder so. Ich meine, was ist denn daran so schlimm? Gut, ich würde sagen, Leute, wir benutzen ganz normale Waffen in Brookhaven, ja, aber ihr wisst doch Bescheid, dass ganz normale Waffen in Brookhaven bei weitem nicht ausreichend sind.
Okay, Leute, denn wenn wir eine Waffe ausrüsten, dann haben wir hier dieses Zahnrad, mit dem wir jetzt auf jeden Fall ganz komische Sachen machen können. Es gibt nämlich super viele neue Waffen, wie zum Beispiel halt die ganz normale Waffe, die man sonst aus Brookhaven kennt, aber natürlich auch viel bessere Sachen wie die MP irgendwas auf jeden Fall, wo wir auch noch irgendwas dran bauen können, wie ein Schalldämpfer oder ein Licht. Das ist auf jeden Fall mega cool und ist auf jeden Fall schon mal ein bisschen besser zu verteidigen gegen der Polizei, gegenüber der Polizei. Aber ich glaube, Leute, so eine Scar aus Fortnite? Oh Mann, Alter. Da kann man auf jeden Fall richtig schön Fortnite spielen. Okay, was gibt's denn noch? Wir haben hier auf jeden Fall noch eine, weiß ich gar nicht, was das sein soll. Das ist auf jeden Fall eine bisschen größere Waffe. Sieht auch irgendwie so ein bisschen aus wie so eine, ja, keine Ahnung, so eine halbautomatische Sniper oder irgendwie sowas in die Richtung. Das ist eine Vector, glaube ich. Okay, ist auf jeden Fall auch ein kleines Ding. Da auch nochmal ein bisschen was Kleineres. Leute, das ist alles nicht ausreichend. Wir brauchen irgendwas, was richtig aufgemotzt ist. Und zwar, ich meine, ja, okay. Die sehen jetzt nicht so aus, als könnte man sie so wirklich ernst nehmen. Deswegen glaube ich einfach mal, bleiben wir einfach mal bei dem Ding hier und machen dann Schalldämpfer unten im Licht dran. Sozusagen, und diesmal sollte die Polizei absolut nichts gegen uns zu sagen haben. Denn wir können uns selber verteidigen. Hahaha. Wee, 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 miau, miau, miau. Ha, du bist genau zum richtigen Zeitpunkt gekommen, mein Erzfeind Katze. Hey, ich bin doch kein Fisch. Glaubst du etwa, dass du kein Fisch bist? Aber ich weiß, dass du ein Fisch bist. Aber ich bin doch kein Fisch. Abgesehen davon habe ich hier eine Waffe, die ich gegen dich benutzen kann, gegen die du keine Chance hast. Ja, das kann schon möglich sein, dass du eine Waffe hast. Und vielleicht hätte diese auch funktioniert, aber ich tausche deine Waffe gegen blaue Doritos. Ha, glaubst du wirklich, dass ich auf Doritos? Ja, das mache ich natürlich sofort. Hier, nimm, kein Problem. Oh yeah, Mann, ich habe blaue Doritos. Das ist ja sowas von super. Genau, und jetzt bist du verhaftet. Oh, das glaubst du, aber womit du nicht gerechnet hast, ist, dass ich eine Waffe habe. Oh, warte mal, stimmt, da war ja was. Ach, ich bin so dumm. Wieso muss ich denn immer mit meinem Magen denken und nicht mit meinem Gehirn? Oh Mann, dann wird's wohl Zeit, ins Gefängnis zu gehen. Du weißt sowieso schon zu viel. Im Gefängnis wirst du niemals was über irgendwelche Secrets in Brookhaven rausfinden. Oh Mann, ach, das ist doch so dumm. Ich meine, hey, ich habe doch nichts Schlimmes gemacht. Ja, okay, na gut, ich glaube, das zieht nicht mehr so wirklich. Aber ach, ist egal. Oh Mann, ey. Ach, das ist ja so dumm. Na gut, vielleicht kriegen wir ja irgendwelche Secrets raus auf andere Art und Weise oder so. Na gut, dann gehe ich auf jeden Fall einfach mal hier rein. Na, bis dann, tschüss. Oh Gott, ey, so dumm, das hat nicht funktioniert. Hey, Mann, ich habe neue Items, die es in Brookhaven nicht zu kaufen gibt. Willst du wissen, wo du sie herbekommst? Wow, willst du mir etwa also illegale Items in Brookhaven verkaufen? Das ist ja so spannend. Aber ich habe leider kein Geld. Oh, warte, doch, ich habe Geld. Hey, ja klar, können wir auf jeden Fall machen. Ich gebe dir Geld und du gibst mir irgendwelche Items. Oh Mann, Leute, der ist wirklich ein bisschen dumm, weil ich meine, was will er denn mit Geld im Gefängnis machen? Weiß ich eigentlich gar nicht, was ich mit Geld im Gefängnis machen will. Vielleicht kaufe ich mir eine neue Tür oder eine neue Matratze oder so. Pass auf, ich zeig's dir. Nimm erstmal den Limonadenstand. Den Limonadenstand? Okay, gut, wir nehmen uns auf jeden Fall erstmal den Limonadenstand. Das ist, glaube ich, ein Item, was wir ein bisschen weiter unten finden können. Und zwar genau der hier, beziehungsweise, gut, das ist kein Limonadenstand, sondern das ist eher so ein Cotton Candy Stand oder ein Eiscreme Stand. Okay, sehr cool. Und wie genau soll mir das jetzt helfen, illegale Items von Brookhaven zu bekommen? Das verrate ich dir, aber erst sobald du bezahlt hast. Ja, okay, na schön von dir aus. Dann nimm halt dein doofes Geld. Ich weiß auch eh nicht, was du damit machen willst. Egal. So, sehr schön. Du hast jetzt auf jeden Fall Geld. Und wie genau komme ich jetzt dazu? Wechselt den Limonadenstand durch, bis du Items findest, die man nicht in Brookhaven im Inventar bekommen kann. Das ist super spannend, aber ich habe eine Frage an dich. Warum hast du eigentlich in so komischen Pausen gesprochen? Wegen dem dramatischen Effekt. Okay. Gut, also, dann machen wir auf jeden Fall mal weiter und schauen mal nach. Also, hier gibt es auf jeden Fall den Starbucks-Coffee als kleinen Stand. Okay, da gibt es auf jeden Fall mal nichts Interessantes zu holen. Und hier gibt es doch nichts für... Oh, warte mal, Leute, ich glaube, dieses Limonadenglas gibt es halt wirklich nicht in einem Item in Brookhaven. Warte mal. Das muss ich mir ganz kurz mal anschauen. Hier gibt es auf jeden Fall irgendwelche anderen Sachen. Da ist auf jeden Fall kein Limonadenglas. Und hier unten scheinbar auch nicht. Oha, Leute, das ist ja wirklich krass. Okay, interessant. Das bedeutet, du hast hier wirklich ein Item oder beziehungsweise ein Glas, was es einfach nicht in Brookhaven gibt. Voll krass. Also, naja, es gibt schon in Brookhaven, aber nicht in der normalen Version von Brookhaven. Was gibt's hier? Äpfel und noch mehr Äpfel in Blau und in Blau, was laber ich da? In Grün und in Rot. Und hier haben wir Electronic Devices. Okay, ja, auf jeden Fall Handy und
Tablets, ja, auch nicht so interessant. Oh, Cotton Candy. Ey, Alter, das ist doch hier Zuckerwatte. Ich glaube, das gibt's auch nicht in Brookhaven, oder? Oha, obwohl, nee, okay, das gibt's in Brookhaven. Na gut, Leute, obwohl, das ist aber eine andere Farbe. Das ist nur der Niederne, den es gibt. Leute, es gibt nur den Niederen, nicht den Rosanen. Hey, das ist aber mega cool. Danke für deinen Tipp, Mann. Kann ich dir irgendwie behilflich sein? Hey, Mann, ich habe ein perfektes Angebot. Okay, dann erzähl mal. Du gibst mir eins der Zuckerwattenteile und dafür gebe ich dir dieses Geld. Hey, das ist ja ein richtig guter Deal. Okay, wie du willst. Hier, bitteschön, nimm die Zuckerwatte. Und ich habe jetzt Geld. Wie cool ist das denn? Mann, ist der dumm. Was will er denn mit Geld hier im Gefängnis anfangen? Oh, ja, richtig, da war was. Weißt du was, da fällt mir gerade ein, dass ich sowieso keine Lust habe, im Gefängnis zu bleiben. Ich meine, das ist eh nicht so ganz cool. Deswegen werde ich einfach mal ganz kurz aus dem Gefängnis fliehen. Kommst du mit auf jeden Fall? Kannst du gerne machen. Vielleicht können wir ja noch gemeinsam weitere Secrets in Roblox Brookhaven finden. Let's go! Okay, wir müssen nur aufpassen, dass wir die Polizistin nicht nochmal sehen. Okay, oder die Polizist-Katze. Oh Gott, die guckt da, die guckt da, die guckt da. Okay, Leute, egal, egal, egal. Wir gehen aber ganz entspannt hier raus. Und let's go, Mann, wir haben es geschafft. Wir sind entkommen. Jawohl. Oh yeah, Baby. Das ist richtig gut. Und wisst ihr was? Jetzt können wir uns das nächste Secret in Brookhaven anschauen. Und hast du vielleicht schon eine Ahnung, was das sein könnte? Oh ja, yeah, natürlich kenne ich da eins. Okay, welches? Diese Pausen sind irgendwie weird. Hey, pass auf, ich habe eine Idee. Wir können zusammen im Kontakt bleiben, aber nur so, dass es die Polizei nicht abhören kann. Echt nicht? Oh, ich wollte dich gerade nach deiner Nummer fragen. Na gut, dann hat sich das ja wohl erledigt. Schade. Okay, macht auf jeden Fall nichts. Wie sollen wir denn kommunizieren, ohne zu telefonieren oder irgendwie nebeneinander zu stehen? Es gibt da ein ganz, ganz seriöses Konzept und höchst geheim. Ja, wirklich? Erzähl mir mehr. Dieses Konzept nennt sich Briefkasten. Also, schau, dieses Gerät hier rechts neben mir ist ein sogenannter Briefkasten. Wow, ich habe schon so viel von diesen Dingern gehört. Ich habe gehört, manche Leute nennen sie Briefkasten. Ja, das sagte ich doch gerade. Oh, na gut. 3, 2, 1. Hiermit kann ich dir geheime Botschaften überbringen und das ohne, dass jemand davon mitbekommt. Okay, cool. Und wie genau soll ich das denn lesen? Okay, warte. Oh, da oben ist ein Briefmarkensymbol. Hinter dir. Was? Was? Du bist ja wirklich hinter mir. Mein Gott, woher wusstest du das? Soll ich dir sagen, warum? Ja, warum? Weil ich hinter dir stehe. Okay, mega coole Sache auf jeden Fall. Ich würde gerne auch mal bei dir einen Brief schreiben. Oder warte, ich kann sogar der Polizistin einen Brief schreiben. Ich glaube, die wohnt hier. Warte, warte, ganz kurz, warte, ganz kurz. Wir schreiben jetzt ganz einfach mal, du stinkst ganz massiv. Okay, mal sehen, was sie dazu sagen wird. Haha. Oh, das muss ich unbedingt beobachten. Oh Mann, da ist ein neuer Brief gekommen. Oh, das wird hoffentlich mein geheimer Verehrer sein, der mir geschrieben hat. Oh, was hat er mir denn geschrieben? Du stinkst ganz massiv. Ach, das ist ja so schön. Warte mal, was? Diesen miesen Lump werde ich einbuchten. Oh Mann, das hat ja mal mega gut funktioniert. Richtig cool. Okay, nice auf jeden Fall. Die haben wir, glaube ich, jetzt eine längere Zeit nicht mehr am Hals. Okay, gut. Was können wir auf jeden Fall noch so machen? Was gibt's noch für coole Secrets? Hey, hast du mal Lust, vielleicht die Feuerwehr ein bisschen reinzulegen? Da habe ich auch eine super Idee. Das Einzige, was wir dafür machen müssen, ist etwas ganz, ganz Simples. Dein Haus anzünden. Oh ja, ich wollte schon immer mal mein Haus anzünden. Aber es gibt da ein kleines Problem. Wenn ich mein Haus anzünde, ist mein Haus dann nicht weg? Das ist eine sehr gute Frage. Werden wir vermutlich erst rausfinden, wenn wir es probiert haben. Ja, das ist eine super Idee. Okay, also auf jeden Fall, dann würde ich mal sagen, werden wir einfach mal ganz kurz mein Haus abbrennen. Und dafür haben wir ja ganz entspannt schon mal den guten alten Feuer-Game Pass. Beziehungsweise den Disaster-Game Pass, den wir benutzen können. Und dann wird mein Haus in Flammen aufgehen. Jawohl! Wuhu! Das ist ja mal mega cool. Was soll genau jetzt passieren eigentlich? Oh, warte, ich habe noch einen Brief bekommen. Hinter dir! Was? Oh. Warte mal, das war ein Scherz. Jetzt müssen wir auf jeden Fall mal ganz kurz zur Feuerwehrbasis gehen. Dort sollte nämlich ein Alarm ausgelöst worden sein. Los, los. Meinst du wirklich? Okay, das müssen wir auf jeden Fall mal ganz kurz nachgucken, ob das stimmt. So. Und dann machen wir das hier ganz schnell. Hey, das fühlt sich aber nicht an wie 45. Oh, wow. Hey, stimmt wirklich. Da ist ja wirklich tatsächlich ein Alarm in der Feuerwehr. Oha, okay, das ist wirklich so ein bisschen wie... Oh Mann, und das Geräusch nervt aber auch ein bisschen. Hey, das ist ziemlich cool auf jeden Fall. Warte mal. Bewertet mit Hashtag 1 Feuerwehr in Madison County. Oh Mann. Und wisst ihr auch warum? Ich glaube, weil das nämlich die einzige Feuerwehrstation ist, die es hier in der Gegend gibt. Egal. Oh lol. Hey, da oben steht dann sogar House Fire Reported at Residence 16. Oha, das ist ja mal richtig cool. Das heißt, die Feuerwehrmänner wissen auch immer ganz genau, wo genau das Feuerwerk gerade ist. Genau, nein. Wo das Feuer gerade ist. Oh, warte mal.
Last incident, house fire reported at residence. Okay, das ist wahrscheinlich das letzte, was man findet. Okay, das ist ziemlich cool, ehrlich gesagt. Das macht das Roleplaying für Feuerwehrmänner und sowas auch ziemlich viel cooler. Gibt sowas auch in der Polizeibasis? Warte mal, das will ich mir jetzt mal ganz kurz angucken. Ich habe auf jeden Fall schon mitbekommen, dass es da auch einen Alarm gibt, irgendwie, falls man irgendwie irgendwelche Sachen überfällt oder so. Warte mal, ich will auch mal wissen, geht das auch mit anderen Sachen? Kann ich jetzt auch einfach zur Gruppe gehen und da einfach mal anfangen, irgendwelche Sachen aufzusprengen? Das will ich mal auch ganz kurz gucken. Moment. Okay, ganz entspannt, Leute. Kaboom. Oh, lol, das geht hier wirklich auch. Okay, warte mal, Leute. Das ist ja aber ein mega gutes Secret. Okay, Grocery Store has been robbed. Okay, okay, okay. Steht das hier dann irgendwo? Also hier ist auch ein Alarm dann, aber ich glaube, das sieht nicht so aus, als ob sie irgendwo stehen würde, oder? Aber das ist eigentlich trotzdem ziemlich cool, dass es diese Fähigkeit gibt. Diese Fähigkeit, was laber ich denn da? Warte mal. Hä? Die Polizistin wird, glaube ich, gesucht, wie es aussieht. Das ist nicht gut. Na gut, egal. Heute zeige ich euch die neuesten Secrets in Roblox Brookhaven. Denn in den neuen Brookhaven-Update gibt es auf jeden Fall eine ganz schöne Menge neuer Secrets. Diese und viele weitere werde ich euch heute zeigen. Oh ja, ich habe einen Safe gefunden und den werde ich jetzt aufknacken. Hey, was genau machen Sie hier drin? Das ist ein Betretenbereich. Unbefugt verboten. Was? Geht dieser Spruch nicht andersrum? Ach, Besserwisser mag ich sowieso nicht. Mach jetzt mal schnell die Ziege. Meinst du die Biege? Biege, Ziege, Wiege, Abo, Daumen nach oben da lassen. Ach, ist doch alles das Gleiche. Okay, gut, ich würde mal sagen, dann mache ich mal einen Abflug. Oh Gott, Gott, Leute. Oh Mann, oh Mann, oh Mann. Auf jeden Fall wollte ich euch heute die neuesten Secrets in Roblox Brookhaven zeigen. Und ich glaube mal, wir schauen uns direkt mal das erste TikTok an. Let's go! Brookhaven RP Secrets, neue House Secrets. Let's go! Wir müssen uns auf jeden Fall erstmal das Haus besorgen, und zwar dieses hier. Und das werden wir auf jeden Fall super schnell machen, Leute. Dafür muss ich erstmal ganz kurz irgendwo anders hin und mir ein Haus besorgen, das diesen Augen würdig ist. So, warte mal ganz kurz. Wir gehen mal ganz entspannt hier hin und holen uns dieses Haus mit den schwarzen Pyramiden als Dach oder irgendwie, ich weiß nicht, wie ich das besser beschreiben soll. Nämlich genau dieses hier. So, dann haben wir auf jeden Fall dieses Haus schon mal bekommen und mal gucken, was wir dann machen müssen. Okay, hier müssen wir auf jeden Fall dann erstmal ganz entspannt reingehen und oben in die Garage hoch. Oh, da ist ein dunkles Dreieck. Dreieck, ja genau, auf jeden Fall ein Dreieck. Nein, das ist natürlich ein Viereck. Okay, warte mal. Oh, das ist ja interessant. Da sieht man auf jeden Fall dieses Viereck. Warte mal, ich muss mir das ganz kurz mal anschauen, ob es das wirklich gibt. Okay, Leute, wir müssen auf jeden Fall ganz entspannt in die Garage gucken und mal schauen, ob es hier... Ja, dieses Dreieck... Dreieck, warum sage ich denn immer Dreieck, Mann? Es ist ein Viereck, Vierecken, Dreieck, Dreiecken, Viereck, Vierecken. Meine Güte, es ist doch nicht so schwer. Okay, auf jeden Fall würde ich trotzdem sagen, wir müssen dann ganz kurz nach oben und mal gucken auf jeden Fall, ob wir das da auch nochmal sehen und was wir dann machen müssen. Entschuldigen Sie mal bitte, was machen Sie denn bitte hier in meinem Haus? Oh, nichts, ich bin nur auf der Geheimmission, einen Dieb auszuspionieren. Es ist aber nicht sonderlich gut, wenn man Leute ausspioniert und die Leute sehen, dass sie ausspioniert werden. Was? Das muss ich erstmal ganz kurz bei der Zentrale nachfragen. Hallo, Basis. Ist es eigentlich schlecht, wenn ich bei der Mission ausspionieren gesehen wurde von der Person, die ich ausspionieren soll? Meine Güte, O'Connor, Sie sind der schlechteste Spion, den ich jemals gesehen habe. Aber wenn Sie mich nicht gesehen haben, dann bin ich doch eigentlich der beste Spion, den Sie jemals nicht gesehen haben. Was? Ach, gehen Sie einfach wieder zurück in die Basis. Bitte. Alles klar. Ich wünsche dir auf jeden Fall auch viel Spaß beim Durchsuchen meines Hauses. Gut, auf jeden Fall. Wir waren hier auf jeden Fall und mussten nochmal... Nee, warte mal ganz kurz. Wo waren das jetzt nochmal? Hä? Sekunde, ich bin... Ah, nee, warte. Hier war das auf jeden Fall. Okay, da sieht man auf jeden Fall schon ein bisschen so diese Konturen von dem Quadrat. Und ich will jetzt mal ganz genau wissen, was damit los ist. Okay, wir müssen auf jeden Fall auf dieses Quadrat dann draufgehen und dann kann man da einfach durchfallen. Lol. Okay, das ist ja ganz schön cool, ehrlich gesagt. Das wusste ich gar nicht. Oh, wow. Also, das bedeutet, man kann hier einfach mal ganz entspannt. Lol. Das ist einfach der vollschnelle Ausgang. Das ist der übelst gute Fluchtweg, merke ich gerade. Hä, hey, voll nice. Das will ich unbedingt nochmal ausprobieren. Okay, nochmal ganz kurz in den Raum und dann müssen wir mal schauen. Okay, ich verstehe zwar gerade nicht so genau, wofür das gut ist, aber ich meine, ja klar, es gibt hier nur einen Ausgang und wenn dann hier irgendwie so ein komischer Soldat stehen würde oder sowas in die Richtung, dann wäre das auf jeden Fall ziemlich praktisch, wenn man einfach sagen kann, so, hey, ich gehe ganz kurz meine Zähne putzen und der sagt dann so, ja, alles klar, genau, dann geh mal deine Zähne putzen. Ja, ja, denn wir wollen natürlich nur Leute mit sauberen Zähnen verhaften. Und ich sage dann einfach so, alles klar, natürlich gar kein Problem. Und ich führe Selbstgespräche, das ist ganz schön weird. Aber trotzdem, dann gehe ich natürlich dahin, tue so, als würde ich meine Hände waschen. Genau, und dann mache ich einfach den großen Fluchtplan, bam, und bin weg. Und dann steht der Soldat vor der Haustür. Hey, wolltest du gerade von mir fliehen? Eventuell wollte ich das und ich habe gerade gemerkt, dass der Plan nicht so gut funktioniert hat. Aber ich kann stattdessen etwas anderes machen, und zwar mich wegteleportieren. Und er wird niemals wissen, wo ich bin. Du bist wirklich der schlechteste Verbrecher, von dem ich je gehört habe. Aber du hast von mir gehört.
Mist. Okay, pass mal auf. Ich sag dir ein Geheimnis über mich, ja? Ich bin eigentlich Sadie, ein YouTuber, der Videos darüber macht, wie ihr Secrets in Roblox Brookhaven findet. Und ich wollte dich ganz kurz fragen, hast du eigentlich in deiner Basis irgendwas Geheimnis, was du mir zeigen könntest? Ich soll dir unsere Geheimnisse offenbaren, die wir in unserer Firma seit Jahren verstecken? Genau das sollst du tun. Moment, da muss ich ganz kurz mal die Basis fragen. Hallo Basis, ist es in Ordnung, wenn ich unseren taktischen Gegnern unser Revier zeige und ihm alle unsere Geheimnisse offenbare? Was ist denn alles in der Welt? Warum sollst du das denn tun? Weil er gefragt hat. Ach, wenn das so ist, ja dann kannst du es auf jeden Fall machen. Viel Spaß dabei. Okay, super, mache ich. Tschüss. Halt, stopp, das war doch nichts. Sieht's gut aus? Ja, sieht gut aus. Komm mit. Wow, ich war noch nie in einer Militärbasis, außer ganz am Anfang, wo ich versucht habe, euren Tresor zu klauen. Und vielleicht, liebe Freunde, werde ich genau das jetzt einfach noch mal versuchen. Damit wird er niemals rechnen. Was, womit werde ich niemals rechnen? Dass ich jetzt ganz einfach wieder versuchen werde, euren Tresor auszurauben, während du mir zeigst, wie man reinkommt. Ich meine natürlich, ich möchte einen Apfelsinenkuchen essen. Genau. Was? Apfelsinen? Sowas gibt's bei uns nicht. Bei uns gibt es nur ganz korrektes Steak. Das ist gesund und macht die Leute munter. Folge mir. Okay, dann bin ich mir mal super gespannt. Okay, Leute, wir müssen uns ganz genau umschauen. Einfach mal ganz kurz ganz ein bisschen was merken, was es hier so gibt. Und wir gehen jetzt einfach mal hier unten rein, okay? Ich bin auf jeden Fall gespannt, was wir jetzt da unten zu Gesicht bekommen werden. Und zwar, wow, ey. Also, es sieht schon ziemlich cool aus. Was? Okay, was ist das erste Secret, was wir uns hier anschauen können? Schau dir diese Knöpfe an. Sie spawnen einen Jet und öffnen die Tür dazu. Das ist eine unserer geheimsten Waffen in ganz Brookhaven. Keiner weiß, dass wir sowas haben. Wow, ehrlich jetzt? Okay, warte mal, das muss ich unbedingt ausprobieren. Okay, also erstmal die Tür öffnen. Oh, Alter, das ist ja mal mega gut. Okay, warte, und dann werde ich einfach einen Jet spawnen. Junge, wie geil ist das denn? Wow, das ist ja eine richtig krasse Maschine. Genau, wichtig ist allerdings die Information, dass du dir das Ding nur anschauen darfst, aber niemals es steuern oder damit abheben darf. Ich drehe mal kurz eine Runde, ne? Bis dann, tschüss. Ich muss die Basis fragen, ob das in Ordnung ist. Hey, Basis, unser taktischer Gegner fliegt gerade mit unserem einzigen Jet weg. Ist das gut? Bist du denn völlig ausgeflippt? Natürlich ist das nicht gut. Ist nicht gut ein Codewort dafür, dass es gut ist? Was meinst du denn damit? Okay, danke für die Anweisungen, Commander. Over and out. Okay, Leute, das müssen wir mal ganz kurz ausprobieren, denn der hier kann, glaube ich, richtig Speed aufbauen, Junge. Der fährt bis zu, fliegt bis zu 200 km/h, wobei, na, so ein, na, das ist schon schnell, aber es fühlt sich gar nicht irgendwie so schnell an, ehrlich gesagt. Warte mal, wir müssen lieber ganz kurz, wow, Leute, ich merke auf jeden Fall, dass das nicht so einfach ist, den zu fliegen. Okay. Wir müssen auf jeden Fall ein bisschen schauen. Es ist aber richtig cool, dass es jetzt endlich mal ein Flugzeug gibt, was man fliegen kann in Brookhaven. Und es ist nicht das Passagierflugzeug, aber stattdessen ist es ein Jet. Und das ist irgendwie auch ziemlich cool, muss ich ganz ehrlich sagen. Nicht zu weit runter, nicht zu weit runter. So. Dann machen wir einfach mal das hier. Und dann tun wir die Barrel Roll. Oh, das geht nicht. Oh nein, 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 nein. Leute, mir fällt gerade eben ein, dass ich gar keinen Führerschein habe, um ein Flugzeug zu fliegen. Oh nein, oh nein, oh nein, oh nein. Und vor allem nicht ein, um Flugzeuge kopfüber zu fliegen. So, ganz kurz jetzt, Leute. Wir sind einmal um die ganze Brookhaven Map rumgeflogen. Super nice. Okay, ich glaube, ich sollte mal damit aufhören. Ich lande mal wieder ganz entspannt da bei der Militärbasis. Wo genau ist sie denn nochmal? Ich finde sie. Ah, da ist sie auf jeden Fall. Okay, Leute, ich würde mal sagen, Sturzflug! Wuhu! Boom! Oh mein Gott, Alter, bin ich weit geflogen. Haha! Hey, ist alles gut. Ich habe den Jet, glaube ich, kaputt gemacht. Aber das ist nicht weiter schlimm, oder? Was um alles in der Welt getan? Das war der einzige Jet, den wir besessen haben. Ach, das ist doch nicht weiter schlimm. Ihr könnt euch doch einfach einen neuen spawnen. Das ist korrekt. Na siehst du, dann ist doch nichts passiert. Gut, lass uns auf jeden Fall mal das nächste Secret anschauen. Und ich glaube, ich habe so eine Ahnung, was genau es sein wird, weil wir waren nämlich noch nicht oben. Und ich werde dich jetzt einfach mal ganz kurz ein bisschen abhängen. Und hoppala, das war die Schussbahn, da wollte ich jetzt nicht hin. Okay. Ich glaube nämlich, warte mal, ich will auf jeden Fall mal ganz kurz wissen, wo genau wir eigentlich in den Tresor kommen hier. Ich meine, es muss doch hier in diesem Haus noch safe den Tresor geben. Und ich würde ganz gerne wissen, wie ich da hinkomme. Natürlich, Kadett. Doch du musst wissen, in diesem Safe befinden sich einige geheime Daten, die niemals an die Öffentlichkeit kommen sollten und vor allem nicht für die Augen von Zivilisten gedacht sind. Ist nicht wahr. Nee, ich werde es mir auf jeden Fall nicht angucken. Genau. Bist du dir wirklich sicher, dass diese Dokumente niemals jemand zu Gesicht bekommen wird? Nein, niemand. Außer ich und meine 250.000 Zuschauer. Was? 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 Ananas? Was? Egal, auf jeden Fall, wie genau geht das? Nun denn, folge mir. Okay, ich werde auf jeden Fall mal... Oh, wer ist das denn? Ah, da seid ihr also. Over. Oh, warte mal, bist du etwa der Typ, mit dem er die ganze Zeit am Funkgerät gesprochen hat?
Natürlich bin ich das. Es ist eine absolut furchtbare Idee, einem Zivilisten all unsere Geheimnisse zu zeigen. Echt jetzt? Welche Geheimnisse dürft ihr mir denn nicht zeigen? Zum Beispiel darf ich dir nicht verraten, dass diese beiden Knöpfe hier unsere gefährlichsten Waffen auslösen. Faszinierend. Und wie genau sieht das dann etwa aus? Ich darf dir überhaupt nicht zeigen, dass das in etwa so aussieht. Oh ja, jetzt geht's ab. Meine beiden Babys werden die Welt erobern. Wow, ganz schön cool, ehrlich gesagt. Okay, und habt ihr noch welche? Oder waren das die einzigen beiden, die ihr hattet? Nein, nein, wir haben noch mehrere davon, keine Sorge. Warte mal ganz kurz, wieso verrate ich dir das überhaupt? Ach, weiß ich nicht, keine Ahnung. Das liegt wahrscheinlich daran, weil ich so unfassbar vertrauenswürdig bin, oder? Ich meine, das hat ja keiner mitbekommen, oder Leute? Ihr habt nichts mitbekommen, schreibt auf jeden Fall in die Kommentare, dass ihr es mitbekommen. Okay, was genau machen die beiden jetzt eigentlich? Das alles ist doch deine Schuld! Was? Nein, das ist deine Schuld! Du hast mir das doch erlaubt! Ich hab dir gar nichts erlaubt! Hast du noch nie was von Sarkasmus gehört? Ach, weißt was ich denn? Auf dem Funkgerät hört sich doch alles gleich an! Okay, Leute, ich glaube, die beiden sind ein bisschen abgelenkt. Denn ich habe schon einen ganz kleinen Trick rausgefunden, den ich mir jetzt mal ganz kurz anschauen werde. Seht ihr nämlich diesen Papierstapel hier, Leute? Dieser Papierstapel ist immer an einem anderen Ort des Tisches. Und wir müssen uns natürlich erstmal ganz kurz hier auf diesen Tisch sitzen. Und dann von diesem Tisch aufstehen, oder Stuhl aufstehen. Und dann gehen wir in die Mitte und badaboom! Schon sind wir im Safe Room. Du hast das letzte Schnitzel aus der Kantine gegessen. Was? Wie kommst du denn jetzt darauf? Ich sage dir eins, Sergeant. Ich habe das einmal gesehen und ich habe dir das so übel genommen, dass ich dachte, dass ich dir das nie wieder verzeihen werde. Und hast du es mir jetzt verziehen? Nein! Och Mann, ey. Apropos, wo ist denn eigentlich Sandy hin? Hä? Du hast recht, wo genau ist er denn hin? Oh nein, er wird wohl unseren Safe entdeckt haben. Schnell, wir müssen hin! Oh Mann, das ist ja nur Geld. Über Geld beschwere ich mich natürlich absolut auch nicht. Aber, Leute, ihr müsst wissen, wo wir hier gerade sind, ist diese seltsame Tür dahinter, die man komischerweise nicht öffnen kann, weil sie durch irgendeinen komischen Schaltmechanismus geschützt ist. Und wenn wir hier wieder rauskommen wollen, müssen wir auf jeden Fall einfach wieder ganz entspannt hier hin. Oh, hallo, Leute. Hast du irgendwas über unsere Geheimnisse rausgefunden? Was denn? Dass ihr im Safe keine Geheimnisse habt, sondern nur Geld liegen habt? Er hat unser einziges Geheimnis rausgefunden, das wir keine haben. Okay, gut. Wenn ihr beide keine Geheimnisse habt, dann würde ich sagen, hole ich mir einfach welche von TikTok. Okay, Leute, heute zeige ich euch, wie wir unsere Arme brechen können. Es wird empfohlen, das nicht zu Hause nachzumachen. Gut, erstmal müssen wir uns ein Haus kaufen. Ja, ich glaube, das geht eigentlich ziemlich einfach. Wenn man sich den Arm brechen will, muss man sich normalerweise, glaube ich, kein Haus kaufen. Aber egal, wir brauchen auf jeden Fall irgendein Haus. Und zwar, genau dieses. Okay, das mit den Ziegeln. Dann würde ich mal sagen, meine lieben Freunde, ich bin dann mal raus. Und hole mir ein Ziegelhaus. Das weiß nämlich nur der Klaus, der ist eine Maus und der hat die Maus im Haus und ach, was weiß ich denn. Auf jeden Fall haben wir jetzt dieses seltsame Ziegelhaus. Gut, ich finde, das ist sogar eins der schönsten Häuser, Leute. Und vor allem finde ich, hier oben hat man eine richtig coole Geheimbasis, wo man einfach so ein bisschen coole Sachen machen kann, indem man da irgendwie so hochkommt. Und das ist, ich finde das ziemlich cool auf jeden Fall, das Versteck hier in dem Haus. So, was müssen wir aber hier auf jeden Fall machen? Jetzt müssen wir uns auf jeden Fall zum Waschbecken begeben und dort einfach meine Hände waschen und dann das auslöschen. Okay, was soll denn da passieren? Tja, das werden wir auf jeden Fall noch herausfinden. Wenn wir jetzt einfach mal ganz entspannt hier hingehen und jetzt das Haus löschen, dann passiert nichts. Hab ich. Oh, lol. What? Okay, ich bin unter die Map durchgefallen, aber ich glaube nicht, dass das hätte passieren sollen. Schauen wir mal nach, was im TikTok passiert ist. Was müssen wir machen? Wir müssen dann darauf drücken, dann, genau dann. Genau, wir müssen das dann öffnen und dann wieder zumachen. Ah, okay, okay, aber wir hätten nicht runterfallen sollen. Das ist wahrscheinlich ein Bug gewesen. Alles klar. Gut, Leute, probieren wir das aber ganz entspannt nochmal aus und gehen nochmal hier zum Haus 11. Holen uns doch mal dieses Ziegelsteinhaus. Obwohl, ich weiß halt nicht, ob man da nicht irgendwie runterfällt oder so. Okay, wir probieren es noch einmal. So, dann wieder hier hin. Zack, bum, bam. Und dann machen wir das Haus wieder weg. Okay, das hat jetzt auf jeden Fall einfacher funktioniert. Gut, und jetzt kann ich mich nicht bewegen, genau. Deswegen muss ich wahrscheinlich hier einmal drauf. Und, okay. Dann habe ich auf jeden Fall so eine komische Armbewegung. Interessant. Warte mal, ändert sich das irgendwie, wenn ich jetzt noch irgendwas in die Hand nehme, wie eine Taschenlampe? Ah, lol. Okay, damit kann man irgendwie... Oh, warte mal, damit kann man voll gut so einen Besen halten oder so. Ich halte die Hände ja schon so, als würde ich so einen Besen halten oder ein Schild oder sowas in die Richtung. Ah, Leute, ihr wisst Bescheid. Okay, interessant, interessant. Damit kann man auf jeden Fall einiges an coolen Sachen machen, glaube ich. Vielleicht kann man da irgendwelche Kombinationen mal rausfinden, wie zum Beispiel so eine Angelrute oder so. Ja, das sieht ganz gut aus. Das sieht tatsächlich sogar ganz okay aus. Oh, okay, jetzt ist, glaube ich, aber weg. Ah, nee, doch nicht. Ah, ja, okay. Alles auf jeden Fall
war ziemlich interessant, liebe Freunde. Oh. Ah, okay, man darf aber nicht sprinten, sonst ist das weg. Okay, na gut, egal. Ich würde mal sagen, wir schauen uns doch mal ganz entspannt das nächste TikTok an. Let's go. Okay, das nächste TikTok hat auf jeden Fall wieder mit einer Militärbasis zu tun. Und zwar glaube ich aber nicht mit der neuen Militärbasis, sondern mit der alten Militärbasis, an der sich jetzt auch einiges geändert hat, was ich euch nachher noch zeigen werde. Und wir brauchen eine Taschenlampe. Gut, okay, wir müssen auf jeden Fall erstmal dieses Haus besorgen. Okay, Leute, wir sind jetzt auf jeden Fall beim Haus und holen uns jetzt hier dieses komische Militärhaus. Da werden wir jetzt auf jeden Fall mal ganz entspannt gucken. Oh, warte mal, ich wollte euch ganz kurz nochmal die neuen Secrets zeigen hier, die es jetzt neu gibt. Und zwar gibt es jetzt hier diese, Leute, wo ist sie? Ah, da hinten ist auf jeden Fall diese Miniaturflag einfach sozusagen. Die ist jetzt ein bisschen anders. Flag, nicht Flag. sozusagen. Und da kann man jetzt irgendwie, die kann man sogar so ein bisschen bewegen. Man kann irgendwie mit dem Rohr auf irgendwas zielen und so. Das ist eigentlich ganz cool gemacht. Warte mal, wie weit kann man die denn umdrehen? Kann ich in das eigene Haus reinschießen? Oh ja, Leute, ich glaube, das geht tatsächlich. So, das ist auf jeden Fall unser schlimmster Feind, unser eigenes Gebäude. Na gut, auf jeden Fall ist das, glaube ich, nicht der Fall. Und es gibt auch was hier auf jeden Fall Neues in diesem neuen Update, habe ich gesehen, dass es jetzt hier einen Schießstand gibt, weil ich glaube, den gab es damals nicht. Aber egal, wir gehen jetzt auf jeden Fall rein und machen das, was das TikTok uns gesagt hat, weil das ist das, was wir machen müssen. Was macht ihr beide denn jetzt bitte hier? Was denkst du denn? Wir sind in einer Militärbasis. Ganz genau. In einer Militärbasis? Aber das ist doch meine Militärbasis, die habe ich gerade eben gespawnt. Überall, wo eine Militärbasis ist, sind auch wir. Ah, okay, cool. Ja, also ich muss kurz weitergucken. Bis gleich. Oh Mann, Leute, das kam jetzt wirklich ein bisschen ungelegen. Aber wir schauen aber mal weiter. So, wir müssen jetzt weiter in diese Route hier reingehen und nach unten gehen zum, Und da unten rein auf jeden Fall. Ja, dieses Secret kenne ich. Aber was gibt's denn da noch? Okay, Jungs, ganz kurz. Ich muss nur mal ganz entspannt bei euch vorbei und in euren Keller. Meinst du nicht, dass wir dir schon genug Geheimnisse offenbart haben? Hm? Ach, ist das so? Wie wäre es denn, wenn ihr mich einfach durchlässt? Und wenn ihr es nicht tut, werde ich jedem Einzelnen euer Geheimnis verraten. Nein, nein, nein. Das würdest du doch nicht tun. Das geht doch nicht. Und ob das geht? Ich verrate jedem Einzelnen, dass das größte Geheimnis ist, dass ihr kein Geheimnis habt. Ah, okay, ist ja gut. Geh ruhig, geh ruhig. Hey, Basis, ist das okay, wenn ich ihn jetzt abschieße? Ja, ist es. Ja, okay, dann halt eben nicht. Was? Warum verstehst du denn immer alles falsch, was ich sage? Weiß ich nicht. Vielleicht brauche ich meine Brille oder so. Ich glaube, du meinst ein Hörgerät, aber ist egal. Gut, okay, wir müssen auf jeden Fall hier runter und in diesen Secret-Raum reingehen, der sich genau hier befindet. Let's go. Okay, also das ist auf jeden Fall dieser ganz coole kleine, ja, was auch immer, hier dieser Raum, wo diese Rohre verlaufen. Okay, wo müssen wir denn jetzt hin? Da müssen wir uns auf jeden Fall erstmal kleiner machen und uns schrumpfen. Okay, sehr interessant. Und dann durch die Wall laufen. Was ist das denn für ein Raum? Hä? Da ist sogar ein Zettel einfach. LOL? Okay, Leute, ich muss euch ganz ehrlich gestehen, dass ich dieses Secret nicht kenne. Also, ich kenne schon ein Secret, was hier ist. Und zwar, das ist, glaube ich, das hier, wo man einfach dann in diesen Raum kommt, wo dieser komische... Wow, genau, wo der Safe ist auf jeden Fall. Das ist einer der bestverstecktesten Safes auf jeden Fall, die es gibt in Brookhaven. Aber stattdessen einfach hier reinlaufen? LOL? Oh mein Gott, ich war noch nie hier! LOL, das wusste ich gar nicht! Ey, Leute, dieses Secret habe ich wirklich noch gar nicht gekannt. Warte, was steht hier? Dear General, after visiting the hospital and witnessing the agency practices, the medical team and I have chosen to resign. Please consider doing the same. Der medizinische Officer Avid. Was? Also, okay, auf Deutsch steht auf jeden Fall gerade, lieber General, nachdem ich das Krankenhaus besucht habe und gesehen habe, was die Agency da macht, hat das medizinische Team und ich uns entschlossen zu resign. Ich weiß gar nicht, was resign bedeutet. Also, keine Ahnung, weiß ich leider nicht. Aber vielleicht ist ja der General der Chef von den beiden Typen, die da draußen stehen. Ich weiß es wirklich nicht, Leute. Aber das ist auf jeden Fall eins der wirklich crazysten Secrets, die ich bisher gesehen habe. Heute finden wir das Geheimnis des dunklen Bunkers in Brookhaven raus. Denn darin befindet sich etwas, was ich nicht einmal auszusprechen vermag. Denn es ist der... Genau. Meine Damen und Herren, es gibt beunruhigende Neuigkeiten. Eine unfassbar große Gefahr stürmt auf Brookhaven zu und ist kurz davor, es zu vernichten. Allerdings möchte ich, bevor wir diese höchstgeheime Sitzung einleiten, eine entscheidende Frage stellen. Was denn? Wer zum Teufel ist dieser Typ? Genau, die Frage habe ich mir auch schon gestellt. Wer ist dieser Typ? Was für ein Typ? Du! Ich? Nein, nicht du! Du! Ja, ganz genau, du! Wer hat dich eigentlich hier reingelassen, hä? Der General hat mich reingelassen und ich bin die Offizierin.
Das ist eine verdammt gute Ausrede. Na gut, ich setze mich wieder. Ach, ist doch egal. Nicht mein Problem. Wenn du jetzt hier bist, dann kannst du uns ja auch bei der Jagd nach dem Monster helfen. In Brookhaven ist ein gruseliges Monster aufgetaucht, welches droht, die ganze Stadt zu vernichten. Wir brauchen jeden einzelnen Mann. Ich meine natürlich jeden einzelnen Mann und jede einzelne Frau, die helfen kann. Ach so, dann bin ich raus. Oh Mann. Nein, Frau. Was? Ach, ist doch egal. Oder ein Lila. Jawohl, Sir. Was ist los? Wie bin ich eigentlich hierher gekommen? Man hat das Monster zuletzt im Einkaufszentrum gesehen. Kontrolliere die Spuren. Die Offizierin wird dich dabei begleiten. Ausrücken. Okay, gut, alles klar. Oh Mann, ey. Was ist das denn hier für ein komisches Ding, Mann? Wo bin ich denn hier überhaupt gelandet? Egal. Gut, ich würde mal sagen, wie kommen wir denn jetzt am besten zum Supermarkt? Ich würde vorschlagen, wir nehmen ganz einfach den Jet. Den Jetski? Oh Mann, jawohl! Nicht den Jetski. Viel cooler ist ein Jetski. Och Mann, was ist denn cooler als ein Jetski? Ja, das ist doch ganz einfach. Ein Jet! Wenn's noch Skier hätte, wäre es cooler. Aber gut, ist kein Problem. Ich werde fliegen. Und hopp. Wow, ich finde das ganz schön cool. Okay, gut. Auf zum Supermarkt, würde ich dann mal sagen, oder? Oder? Hey, du hast mich hier vergessen. Ups. sag mal, wie fliegt man so ein Ding eigentlich? Ich habe, glaube ich, keinen Pilotenschein gemacht. Oh Mann, das kann doch nicht wahr sein. Wow, alter Mann, das ist viel zu schnell. Oh, okay. Wo ist der Supermarkt? Da hinten ist der Supermarkt. Weißt du ganz zufälligerweise, wie wir hier wieder landen? Ganz einfach. Du musst ganz sanft versuchen zu landen. Auf der Straße am besten. Sanft landen? Okay, alles klar. Das sollte kein Problem sein für den König des... Hey, war das sanft gelandet? Den nächsten Jet fliege ich. Okay, ist ja gut. Alles klar, lass entspann dich mal ganz kurz. Lass uns einfach Spuren verfolgen, alles klar? Ach, na schön, aber nur weil du es bist. Okay, eine Sekunde. Wir müssen mal ganz kurz schauen, wo es passiert sein könnte. Meine detektivischen Fähigkeiten lassen mich niemals im Stich. Ich weiß ganz genau, wo das Verbrechen stattgefunden hat. Wo hat das Verbrechen denn stattgefunden? Ich glaube, diese Straße sieht äußerst verdächtig aus, denn sie ist grau. Ich würde nur ganz zufällig davon ausgehen, dass irgendwas hinter dir eher sein könnte. Hinter mir? Hinter mir habe ich natürlich schon geguckt, weil ich ein absoluter Profidetektiv bin. Wenn du glaubst, ich habe diese komischen Holzstäbe nicht gesehen, dann denkst du wahrscheinlich, dass ich dumm bin. Aber natürlich weiß ich ganz genau, dass das eine Ablenkung ist für so mittelmäßige Detektive wie dich. Allerdings weiß ich ganz genau, dass diese Straße hier viel verdächtiger aussieht. Sadie, hier ist ein Skelett. Ehrlich jetzt? Okay, na gut, dann könnte es auf jeden Fall trotzdem sein. Ich vertraue dieser komischen Straße auf jeden Fall immer noch nicht. Oh Mann, Alter, ja, okay, gut, wenn hier ein Skelett ist, dann könntest du eventuell recht gehabt haben. Gut, was machen gute Detektive als nächstes? Wir müssen die Zeugen befragen. Aber es gibt doch überhaupt keine Zeugen. Natürlich gibt es die. Hey, mein Guter, können Sie mir verraten, was Sie zwischen heute und gestern gesehen haben? Und, genau. Sadie, versuchst du gerade ein Skelett zu befragen? Natürlich, warum denn nicht? Sag mal, warst du eigentlich jemals in der Schule oder so? Ach, der Zeuge ist heute ziemlich schweigsam. Ich glaube tatsächlich, dass er hat wahrscheinlich Schweigegeld gekriegt. Genau. Okay, dann fragen wir vielleicht mal lieber ihn hier. Vielleicht weiß er irgendwas Besseres. Hallo, sag mal, hast du irgendwas gesehen letztens zwischen gestern und gestern? Das ist doch absolute Zeitverschwendung. Wir... Wow, komm schon nicht so gruselig, bitte. Was? Was? Oh Mann, das Skelett kann ja wirklich sprechen. Es tut mir leid, ich nehme ab jetzt alles ernst, was du sagst. Oh, na dann, Tomaten sind blau. Naja, vielleicht nicht alles. Hey, hast du irgendwas Wichtiges gesehen? Sehe ich denn so aus? Hast du denn keine Augen im Kopf? Ich habe keine Augen im Kopf. Logischerweise habe ich nichts gesehen. Ah, ich sehe das Problem. Ups, Entschuldigung. Ich wollte dich nicht mit Beleidigen übersehen. Verstehst du? Ach, verdammt, Aussehen. Ach, komm. Ach, egal, vergiss es einfach. Okay, kannst du uns irgendwie helfen oder nicht? Er hat meine Seele. Hey, wie kann ich denn eigentlich immer noch husten? Ich habe doch gar keine Lungen. Er hat deine Seele. Okay, das ist interessant. Ein interessanter Fakt auf jeden Fall. Das Monster scheint ganz offensichtlich die Seelen seiner Opfer zu klauen und lässt sie dann als Skelette zurück. Genau so ist es, du Schlaumeier. Allerdings habe ich nicht mehr lange die Zeit, um euch zu verraten, was los ist. Ihr müsst dem Rauch... Rauch... Dem Rauch? Dem Rauch? Dem Rauch? 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 Klauch? Lauch?
Lauch. Hey, du bist ein richtiger Lauch. Du hast nämlich keine Muskeln. Ach so, warte mal. Nee, ich glaube, er meint irgendwas mit dem Rauch, mit diesem Rauch hier. Was meinst du denn? ja, das ist definitiv Rauch. Okay, das ist gut zu wissen. Unser Monster ist scheinbar ein Raucher. Ich glaube nicht, dass das damit gemeint war, Sally. Nicht? Egal. Wenn er ein Raucher war, muss er ja auf jeden Fall irgendwie seinen Gestank hinterlassen haben. Denn, wie man weiß, stinken Raucher ein bisschen. Und, ich muss mal ganz kurz gucken. Oh, siehst du? Ich habe diese Straße nicht so unrecht verdächtig, denn hier ist noch eine weitere Rauchwolke. ist alles gut bei dir? Die Straße ist 2 Grad zu warm, um angenehm drauf ein Ei braten zu können. Hahaha, mach dich doch nicht lustig über mich. Okay, pass auf. Wir haben hier auf jeden Fall noch mal eine Rauchwolke. Und, da hinten sehe ich auf jeden Fall noch eine. Guck, das sind die Spuren, Mann. Wir haben das fast geschafft. Wir müssen einfach nur versuchen, den Spuren zu folgen. Okay, diese Rauchwolke sieht auf jeden Fall ein bisschen komischer aus, Leute. Oh, Mann. Lass mal ganz kurz riechen, ob... Oh, da hat jemand gepupst. Igitt. Ja, meine Rede. Okay, okay, okay. Müssen auf jeden Fall nach der nächsten Rauchwolke suchen. Okay, haben wir sie irgendwo hier? Nein, nein, nein. Da ist nichts. Da ist auch nichts. Da ist nichts. Da ist... Oh, da oben. Da oben sieht's gut aus. Okay, 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 okay. Leute, wir sind dem Monster auf der Spur. Wir sind dem Monster absolut auf der Spur. Gut, so, hier ist auf jeden Fall wieder irgendwas anderes. Ah, das ist Wasserdampf. Derjenige hat sich wohl einen Tee gekocht. Ich befürchte tatsächlich eher, dass es sich um ein Nebelmonster handelt. Um ein Nebelmonster? Sind das etwa die Monster, die immer im Nebel auftauchen oder die Monster, die aus Nebel bestehen? Es ist... Ich weiß es tatsächlich nicht. Okay, na schön. Warte mal, dieses Haus hier sieht auf jeden Fall verdächtig aus. Das müssen wir uns auf jeden Fall mal auf die Liste schreiben und danach hineingehen. Oh, Leute, 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 Leute. Was um alles in der Welt ist das denn hier? Das ist ein ganz schön seltsames Haus. Vielleicht sollten wir mal dem Offizier irgendeinen Bericht abstatten oder sowas. Das ist die einzige gute Idee, die du bisher hattest. Hallo, Offizierin an Basis und Sadie. Hallo? Hallo? Oh, hallo, wer ist denn da? Falls ihr euch fragt, wo genau euer Anführer ist, er ist gerade nicht zu sprechen. Was? Wer spricht denn da? Hallo, wer ist da? Oh, das tut nichts zur Sache. Ich wünsche euch noch viel Spaß mit meinem kleinen Haustier. Was ist denn los? Ich glaube tatsächlich, dass irgendwas nicht ganz in Ordnung ist. Wie kommst du denn darauf? Naja, irgend so ein Typ war am Telefon und hat gesagt, dass wir unseren General nicht mehr sprechen können und wir viel Spaß mit dem Haustier von ihm haben sollen. Ach, und du sagst, du glaubst, dass das schlecht ist? Ja, und... Oh nein! Verdammt, das kann doch nicht wahr sein! Jetzt sind wir hier eingesperrt! Oh nein! Oh nein, oh nein, oh nein! Hör mal! Was ist, wenn das alles eine Falle war und diese komischen Rauchschwaden absichtlich aufgestellt wurden, damit wir hierher kommen? Das könnte durchaus möglich sein. Aber nur eventuell. Oh Mann, oh Mann, oh Mann. Okay, okay, okay. Ganz ruhig, ganz ruhig, ganz ruhig. Ich muss einen Blick drauf werfen. Ich bin nämlich der Detektiv. Der Detektiv, der krass ist. Okay, 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 gut. Pass auf, pass auf, pass auf. Hier ist, glaube ich, irgendwie so ein komischer... Oh, wow, Alter, was ist das denn? Okay, pass auf, pass auf, pass auf. Du bleibst hier oben und ich gehe nach unten und guck mal nach, okay? Ich weiß ja nicht. Alles gut, du brauchst dir keine Sorgen zu machen. Ich habe ein bisschen Angst, ehrlich gesagt. Okay, okay, okay. Ganz ruhig. Hier ist irgendeine Arztstation oder sowas in die Richtung. Das ist ja ganz schön seltsam. Wurden hier irgendwelche Experimente oder so gemacht? Hey, was ist das denn? Hey, ist alles okay bei dir? Hallo? Oh, oh. Leute, nein. Nein, 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 nein. Einfach irgendwelche Knöpfe drücken. Mal gucken, was passiert. Okay, das bringt absolut gar nichts. Oh, Mann, Alter. Was war das denn? Leute, ich bin hier allein eingesperrt zusammen mit meinem Monster. Okay, okay, okay. Ganz ruhig, ganz ruhig, ganz ruhig. Gott, was ist das alles hier? Hey, du da. Ich weiß gar nicht, wie du... Leute, habt ihr das gerade auch gesehen? Hab ich mir das... Da hinten war's wieder. Oha. Leute. Ich gehe wieder zurück in den Bunker. Ich glaube, die beste Möglichkeit, das hier zu überleben, ist, wenn ich einfach den Bunker wieder zumache und tue, als wäre nichts gewesen. Oh Mann, ey. Kann ich hier eventuell irgendwo ein Funkgerät oder sowas finden vielleicht? Oh, hier ist der eins. Cool. Ausgezeichnet. Kann ich vielleicht damit irgendjemand anfucken? Hallo. Hier ist Sadie von der irgendwas. Und ich bin hier gerade irgendwo. Nirgendwo. Und muss sprechen mit keine Ahnung wem. Oh, du bist ja immer noch da. Wahnsinn. Ich dachte nicht, dass du das so lange überleben würdest. Hast du mittlerweile schon Bekanntschaft mit meinem kleinen Experiment gemacht, mein Lieber? Und wie lange hast du noch vor, das Unvermeidbare hinauszuzögern? Ey, hör mal! Du bist dieser Fiesling! Und ich sag dir jetzt was Fieses! Du stinkst!
Meinst du wirklich, dass mich irgendwelche dummen Beleidigungen beleidigen könnten? Ja, das glaube ich tatsächlich schon, denn dafür sind Beleidigungen doch da, oder nicht? Stimmt, du hast recht. Hey, wie hast du mich gerade genannt? Und denn du wirst das schon bald noch bereuen, mein Lieber. Denn das Monster ist schon auf dem Weg zu dir. Ich weiß nämlich ganz genau, wo du bist. Was? Okay, gut. Gut, danke für die Warnung. Ich wünsche dir noch einen schönen Tag. So, warte mal, was? Nein, ich wünsche dir noch einen schlechten Tag. So, jetzt habe ich es ihm gezeigt. Okay, Leute, ich muss ganz kurz gucken. Ich glaube nicht, dass ich hier ewig lang sicher bin. Kann ich mich vielleicht irgendwo verstecken? Hallo, Cedric. Leute, was... Was war das in der Welt? Ist das? Ich mag es nicht, wenn es so hell ist. Schon viel besser. Ich kenne diesen Ort. Okay, Leute. Wenn es gerade nicht in meine Richtung schaut, dann würde ich sagen, dann müssen wir einfach ganz schnell rennen. Raus. Nein, der Bunker ist zu. Meinst du wirklich? Ich hätte nicht daran gedacht, die Tür wieder zu schließen. Also, wenn du mich so fragst, hatte ich das gehofft, ja. Weißt du, eigentlich müsste ich dich jetzt vernichten. Aber ich habe keine Lust darauf. Moment, du willst mich nicht vernichten. Kann ich dann ganz kurz wieder das Licht anmachen? Nein. Okay, ist ja gut. Dann nehme ich halt stattdessen aber eine Taschenlampe. Das geht auch, damit die Zuschauer ein bisschen was sehen. Und so, Alter. Oh Mann, du siehst ganz schön gruselig aus. Was hast du denn mit der Frau gemacht? Soll ich dir wirklich sagen, was ich mit der Frau gemacht habe? Ja, ich würde es tatsächlich ganz gerne wissen. Es würde mich unfassbar interessieren, wenn ich ehrlich bin. Pass auf, ich zeige dir, was ich mit der Frau gemacht habe. Warte, was? Das kann doch nicht wahr sein. Ach, es ist wahr, Cedric. Das Monster hat dich gegessen und dann wieder ausgespuckt. Genau so ist es passiert. Was? Nein? Okay, dann habe ich es nicht verstanden. Ich bin das Monster, du Idiot. Oh, verständlicherweise. Okay, erzähl mal ganz kurz, wie bist du denn dazu geworden? Nun, es ist schon eine Weile her. Der ehemalige Anführer unserer Einheit hat sich dazu entschlossen, sich zu rächen an dem anderen Anführer unserer Einheit, also dem jetzigen. Denn er wurde einfach rausgeschmissen. Und naja, dann hat er irgendwie die Illusion bekommen, dass er das nicht alleine hinbekommt und hat deswegen mich, seine Tochter, gefragt, ob ich ihm nicht irgendwie helfen könnte und hat dann irgendwelche komischen Experimente gemacht, so dass ich mich in ein Monster verwandle. Ah, das ist super cool. Aber warum hast du dich dann genau dazu entschlossen, mir nichts anzutun? Nun, ich bin mir nicht so ganz sicher. Ehrlich gesagt, ich mag meinen Vater, aber ich weiß nicht, ob es ein guter Vater ist, wenn er seiner Tochter sowas antut. Und abgesehen davon, irgendwie habe ich die Zeit mit dir genossen. Du warst ganz nett. Wow, das ist ja super lieb von dir. Aber warte mal, da war das also alles tatsächlich eine Falle, die du mir gestellt hast und ich bin gar kein Superdetektiv? Kurz gesagt, ja. Und andererseits, ja. Oh Mann, ach, das ärgert mich jetzt aber schon ein bisschen. Na gut, okay, pass auf. Aber wir können doch nicht zulassen, dass dein Vater dem General irgendwas antut. Das hat er nicht verdient. Du hast absolut recht. Komm, lass losgehen. Wir müssen ihn aufhalten, bevor er irgendwas Schlimmes macht. Okay, gut, na dann, lass rausgehen. Los, au! Oh, das ging voll auf den Kopf. Oh. Was denn jetzt? Steh auf, oder willst du etwa von mir, dass ich dich trage? Oh, ja, also, es wäre schon cool, wenn du mich tragen würdest. Hiya! Und, okay, ist ja gut. Ich laufe ja schon. Oh Mann, ey. Ich meine, man hätte es ja mal versuchen dürfen. Gut, so, dann würde ich mal sagen, gehen wir schnell raus und super schnell zur Militärbasis, bevor noch irgendwas Schlimmes passiert. Okay, hoffentlich kommen wir schnell genug, um das Allerschlimmste zu verhindern. Oh Mann. Wir müssen uns beeilen. Was um alles in der Welt? Was ist los? Ah, du bist endlich wieder wach. Hey, wer bist du? Ich kenne dich doch irgendwoher, du bist doch... Ganz genau, mein Freund. Du bist doch der Weihnachtsmann. Jawohl, ich bin... Was? Nein, ich bin nicht der Weihnachtsmann. Ich bin dein allergrößter Feind. Oh nein. Ja, genau. Ich bin es, Fridolin. Fridolin! Oh Mann, der Name ist immer noch genauso witzig wie damals. Ja. Die Zeit, in der du dich über meinen Namen lustig gemacht hast, ist jetzt vorbei. Warum? Was willst du denn von mir? Ich habe eine wichtige Aufgabe zu erledigen. Ein Monster wurde auf Brookhaven losgelassen. Natürlich wurde ein Monster auf Brookhaven losgelassen. Ich war das. Aber keine Sorge. Nachdem das Monster Brookhaven zerstört hat, wird es verschwinden. Was? Aber wieso? Hey,
Ich befürchte tatsächlich, dass das nicht passieren wird. Also, dass wir den verschwinden schon, aber nicht, dass das Monster verschwinden wird, sondern dass du verschwinden wirst. Was machst du denn hier? Dieser komische Detektiv und... Lea, was machst du hier? Um ehrlich zu sein, habe ich keine Lust mehr für dich, den blöden Zerstörer zu spielen. Aber... Moment, jetzt verstehe ich gar nichts mehr. Du wirst es gleich verstehen. Hey! Guten Tag. Oh nein! Was um alles in der Welt? Ja, ihr habt euch wahrscheinlich erschreckt. Ich bin das mittlerweile schon gewohnt. Ah! Oh Mann, Alter, ich vergesse immer noch, dass du so richtig gruselig aussiehst, ehrlich gesagt. Entschuldigung. Schon in Ordnung. Lea, bitte! Nein, jetzt kommst du mit mir mit. Ich werde nicht weiter dein Sklave sein. Hilfe! Ja, das war wohl einfacher als gedacht, würde ich sagen. Der Fall ist gelöst. Und wie geht's dir so? Ich brauche jetzt erstmal einen Tee oder so. Dieses Sequence in Roblox Became wird euch vom Hocker hauen. Oh ja, Mann. was um alles in der... Ach, Leute, ich hoffe, euch geht's allen gut. Ich bin gerade ein bisschen dabei, meine Wohnung zu putzen. Und man muss sagen, das macht sich ziemlich einfach, wenn man dabei nicht wirklich laufen muss oder sowas in die Richtung. Aber ich glaube, wir schauen uns heute Secrets in Roblox Brookhaven an, Leute. Und dafür habe ich mir ein paar wunderbare TikToks ausgesucht. Let's go! Und wir fangen an mit diesem TikTok, liebe Freunde. Willkommen zurück zum Nummer 1 Channel. Oh, das bin natürlich ich. So, wir müssen auf jeden Fall zur Secret Base gehen und da etwas ganz Besonderes machen. Okay, lass uns auf jeden Fall mal schauen, was es da gibt. Okay, Leute, dann fliegen wir mal auf mein Base. Besen dahin oder basically fliege ich auf dem... Nein, der Besen fliegt ehrlich gesagt eher auf mir. Aber ist auf jeden Fall auch egal, Leute. Wir müssen zum geheimen Bunker gehen. Und der ist ja auch auf jeden Fall schon mal ziemlich in der Nähe. So, let's go. Und da finden wir auf jeden Fall etwas ganz Besonderes wie diese Frau. Hey, um in den Gangsterclub einzutreten, musst du erstmal dafür bezahlen. Dafür bezahlen? Oh Mann. Na gut, darum kümmern wir uns später. Erstmal weiter mit dem TikTok. Also, wenn wir da sind, müssen wir auf jeden Fall einfach mal da oben reingehen und diesen Screen uns anschauen. Okay, da sind auf jeden Fall irgendwelche Informationen. Wir können uns das später nochmal richtig durchlesen, wenn wir da sind. Okay, das bedeutet aber, wir müssen auf jeden Fall erstmal ganz entspannt an ihr vorbeigehen und deswegen werden wir sie jetzt einfach aus dem Weg wischen. Oh, ein Wischmopp, den habe ich ja gerade noch gebraucht. Weißt du, diese ganzen Verbrecher sind immer so unordentlich und deswegen wollte ich unbedingt mal den Bunker aufräumen. Wenn du mir den Wischmopp gibst, dann lasse ich dich durch. Den Wischmopp, den wirst du niemals bekommen. Das ist... Wobei, warum? Okay, gut, wenn du den Wischmopp haben willst, dann gebe ich ihn dir halt, kein Problem. Oh, vielen Dank. Darf's reingehen? Was? Okay, das war einfacher als gedacht. Na gut, man kann's ja auch ohne Gewalt machen, wenn man's nicht unbedingt muss. Deswegen würde ich mal sagen, schauen wir uns mal diesen Screen hier an. Und da stehen auf jeden Fall irgendwelche wichtigen Informationen, glaube ich, die man... Oh, lol. Lol, hä? Oh mein Gott, ich konnte einfach gerade in die Kamera gucken und sehen, was das Mädchen davon gemacht hat. Egal. Okay, auf jeden Fall. Ja gut, ich kann nicht wirklich erkennen, was da steht. Steht da irgendwas Wichtiges? Ich weiß nicht, ob ich da irgendwas erkennen muss. Gut, was müssen wir weitermachen? Okay, wir sollen ihn uns auf jeden Fall merken. Das habe ich jetzt schon mal verstanden. Und dann gehen wir auf jeden Fall zu Lake Madison und machen da irgendwas anderes ganz Besonderes. Okay. Jetzt bin ich mal echt gespannt, was jetzt passiert. Und da ist eine Kamera und auf die müssen wir klicken. Okay, wir müssen auf die klicken, die Kamera. Und dafür müssen wir aber erstmal ganz kurz raus und ganz schnell einmal zum Lake Madison gehen. Kannst ruhig weitermachen, ich komme gleich wieder, ja? Alles klar. So sauber hier war es noch nie. Ja, cool, ne? Und das alles nur mit einem magischen Wischmopp. Weil, warte mal, jetzt wo ich drüber nachdenke, war das doch gar kein so guter Handel. Ach, ist egal. Okay, da hinten sehen wir auf jeden Fall schon mal den Lake Madison und müssen jetzt diese Kamera einmal ganz entspannt finden. Die, glaube ich, ungefähr hier ist. Oha, Alter, das ist ja wirklich so eine winzige Kamera, ne? Voll krass, dass man das sehen kann. Ich müsste eigentlich mal versuchen, die zu finden. Okay, man kann da auch auf jeden Fall drauf klicken, aber ich weiß jetzt halt nicht, was das gebracht hat. Okay, wir müssen auf jeden Fall mal weiter gucken im TikTok, um mal rauszufinden, was das jetzt gebracht hat. Okay, er hat es auf jeden Fall auch gemacht. Wir müssen dann zurück zur Secret-Basis und dann werden wir uns mal den Bildschirm angucken. Die Agency, nein! Oh Gott, sie hat uns erwischt! Okay, okay. Lol. Ach, warte mal, da war da vorher was anderes, ne? Stimmt, davor war ja dieser komische Text da und so kann man das einfach ersetzen durch die Agency. Alter, das ist ja krass, warte, das muss ich mir unbedingt einmal ganz kurz anschauen. So, okay, lass mal gucken. Oh mein Gott, das stimmt dann wirklich. Auf dem einen Bildschirm da oben steht dann auf einmal Agency. Alter, wie findet man solche Sequenzen denn heraus? Das ist so Detailarbeit. Und oh mein Gott, ist das krass, Leute. Okay, auf jeden Fall, das hat irgendwas mit der Agency zu tun. Aber, ich weiß nicht genau was. Wobei die Agency wahrscheinlich in der Verbrecherbasis nicht allzu viel zu suchen hat. Ich meine, das ist ja jetzt
jedenfalls nicht unbedingt ein Ort, wo sich die Agenten aufhalten, sondern eher die... Oder vielleicht haben die Verbrecher einfach einen Agenten bei sich drinne. So ein Agency-Mitarbeiter bei den Verbrechern. Oha, Alter, Doppelagent. Das ist krass, Leute. Okay, egal. Warte mal, Leute. Da fällt mir gerade ein. Könnte es nicht sogar das Mädchen hier sein, was hier oben ist? Bist du etwa eine Doppelagentin? Oh, da hast du mich jetzt aber erwischt. Ich bin überhaupt keine Putzfrau, sondern... Eine Doppelagentin! Ich bin die Hausmeisterin. Na, ich wusste es. Es sind immer die Hausmeister... Was hast du gerade gesagt? Ja, ich kümmere mich unter anderem auch um die Abflüsse und den ganzen Kram. Weißt du, wie eklig es ist, die Toiletten hier sauber zu machen? Du müsstest sie dir mal anschauen. Ja, weißt du was? Das ist eine super gute Idee, aber ich habe noch zu tun. Ich muss noch meinen Waschbären füttern. Bis dann, auf jeden Fall. Man sieht sich. Oh Gott, Gott, Leute. Okay, das ist auf jeden Fall ein bisschen komisch. Ich würde trotzdem sagen, wir schauen uns mal das nächste TikTok mit dem nächsten Stück wieder an. Let's go! Okay, Leute, das ist ein neuer Trick, wie wir auf jeden Fall in den Weltraum kommen können. Wir haben da ja mal eine ganze Folge drum gedreht und das hat auch funktioniert, aber jetzt schauen wir uns mal noch einen anderen Trick an, den ich noch nicht benutzt habe. Okay, schauen wir mal. Wir müssen auf jeden Fall auch wieder die C4-Bombe nehmen und einen Krankenwagen. Okay, wir müssen gucken, dass wir das irgendwo zusammenbekommen. Ich meine ja auf jeden Fall, eine Bombe müssen wir safe irgendwo bei den Verbrechern finden. Die kennen sich mit sowas ja aus. Hey, du Doppelagent, Hausmeisterin, machen, tun Sachen. Was machen Sachen? Ich wollte auf jeden Fall von dir eine Bombe haben. Hast du sowas gerade zufällig da? Was? Meinst du etwa dieses Ding hier? Das benutzen die immer, um, keine Ahnung, Banken aufzubrechen oder sowas. Ich bin mir da auch nicht so ganz sicher. Ich find's immer gut, denn wenn sie damit losgehen, kommen sie meistens mit sehr viel Geld wieder. Aber lass dich bloß nicht von den Verbrechern erwischen, sonst werden sie es dir übel nehmen, dass du ihren Sprengstoff klaust. Ach, das wird überhaupt kein Problem sein. Warte, hat sie gerade gesagt, dass die Verbrecher mir böse sein werden, wenn ich ihren Sprengstoff nehme? Okay, ist auf jeden Fall auch egal. Wir müssen auf jeden Fall nochmal ganz kurz zum Krankenhaus und uns dort einen Krankenwagen besorgen. Der sollte da sicher einfach so rumstehen. Und wenn er das nicht tut, machen wir einfach mal... Wow, und da haben wir auch schon einen... Wo kam der denn her? Eine sehr gute Frage. Okay, ich würde trotzdem sagen, wir gehen dann einfach mal ganz kurz an den mittleren Spot in der Stadt sozusagen und gucken dann mal, ob wir einen Ort finden, wo wir uns in den Weltraum teleportieren können. Und zwar mit diesem TikTok. Okay, wir müssen uns dann jetzt auf jeden Fall in den Dingsbums da reinsetzen. Die Trage da hinten auf jeden Fall. Und brauchen dann... Oh, jetzt habe ich das gar nicht... Okay, wir müssen uns auch noch als Spaceman verkleiden, als Astronaut verkleiden. Gut, das war... Was? What in the name of God? Okay, alles klar. Leute, okay, easy, 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 was, Moment, ich muss gerade ein bisschen folgen, ich habe noch nicht so richtig verstanden, was wir machen müssen. So, wir müssen uns jetzt auf jeden Fall da reinigen, dann die Ambulanz wieder entfernen, die Ambulanz, ich weiß, aber egal. Okay, dann machen wir das aber ganz entspannt mal, legen wir uns hier drauf und machen den auf jeden Fall wieder weg, so, alles klar. Dann müssen wir uns als Astronaut einkleiden, gar kein Problem, dafür brauchen wir halt erstmal den, wo ist denn der Astronautenanzug, bin ich gerade ein bisschen blind, ich glaube schon, ah, da. Okay, so, dann das und dann auf jeden Fall nochmal den Helm, den Astronautenhelm. Und vielleicht, damit unsere Haare da nicht durchklippen, machen wir die auch mal ganz kurz weg. So, perfekt, Leute. Woo, ja, du siehst auch schon ausgezeichnet aus. Naja, so halb zumindest. Ist etwa irgendwas nicht in Ordnung mit meinem Raumanzug? What? Naja, abgesehen davon, dass du eigentlich nur einen Helm trägst, ist das ziemlich ausgezeichnet. Okay, ist egal. Okay, kurze Korrektur. Mir ist gerade noch mal eingefallen, dass wir, glaube ich, das C4 in die Hand nehmen müssen, bevor wir uns da rausmachen. Und deswegen habe ich das jetzt einfach mal gemacht. Okay, gut. Interessant, Leute. Interessant. Was passiert jetzt? Gut, egal. Okay, da müssen wir auf jeden Fall den Steps auf dem Screen folgen. Lol. Okay, ich verstehe zwar nicht, warum das, aber... Okay, 5, 4, 3, 2, 1. Wir müssen das nehmen und dann in den Pool reinspringen. 3, 2, 1, let's go! Lift off! Woo! Was passiert jetzt? Ist überhaupt irgendwas passiert? Woo, Alter! Oh mein Gott! Okay, das ist ungefähr so ähnlich wie dieser eine Trick, den ich schon mal gemacht habe. Aber mal schauen, vielleicht funktioniert das sogar besser. Okay, warte mal ganz kurz. Leute, wir müssen jetzt da reingehen, Und dann machen wir den Countdown. 5, 4, 3, 2, 1, los! Ja, also, das, also, was? Haha, und du willst ein besserer Astronaut sein als ich? Ach, weißt du, das sind erstmal die Übungen, ja? Denn unter Wasser hat man auch sehr wenig Schwerkraft. Ja, damit muss man nämlich als Astronaut auch erstmal klarkommen. Genau. Jetzt habe ich genug geübt. Okay, jetzt bin ich bereit. Let's go! Haha, okay, Leute, ich weiß nicht, was da nicht funktioniert hat, aber wir probieren es auf jeden Fall einfach nochmal. Gut, wir müssen doch mal ganz kurz genau gucken. Wir müssen den hier machen, ja? Wir sind auch schon, okay, erstmal dann reingehen, dann das hier, dann wieder weg. Und ich habe auch das Gefühl, ich fliege erstmal ein bisschen langsamer, aber irgendwie bin ich mir auch nicht so ganz hundertprozentig sicher dabei. Lol, was ist denn da passiert? Auf jeden Fall egal. Okay, dann nochmal. 4, 5, 3, 2, 1.
Okay, Leute, was ist das? Das funktioniert gar nicht. Das funktioniert sogar schlechter als dieser eine Trick, den man gemacht hat mit Boom. So, hier, damit fliegt man auf jeden Fall ein bisschen was. Ach, Mann, ey. Okay, dieser Trick scheint auf jeden Fall nicht zu funktionieren. Dieses TikTok ist fake. Oder beziehungsweise muss nicht unbedingt fake sein. Ist auch ein altes TikTok. Kann es sein, dass es damals mal funktioniert hat, aber jetzt scheinbar nicht mehr. Hm, schade, komisch. Siehst du? Ha, nenn mich nie wieder eine schlechte Astronautin. Ja, du bist eine schlechte Astronautin. Gut, ist auch egal. Ich würde mal sagen, Leute, dann schauen wir uns mal das nächste TikTok an. Let's go! Okay, Leute, da das nicht funktioniert, dann probieren wir einfach nochmal was. Und zwar den Teleport mit CF4. Oh ja, und dafür brauchen wir eigentlich quasi genau das Gleiche. Nochmal den Stretcher und, also das Krankenwagen, die Krankenwagenliege und so weiter, müssen das dann wieder wegmachen und machen dann stattdessen was anderes. Machen dann C4. Okay, wir machen erstmal das. Also erstmal nochmal ganz entspannt als, Krankenwagen. Mal gucken, vielleicht funktioniert ja das auf jeden Fall. So, dann das nochmal weg. Bada boom. Okay, let's go. Als nächstes. Okay, als nächstes müssen wir definitiv, warte mal, was müssen wir machen? Wir müssen equip irgendwas und dann müssen wir, okay, wir müssen es einmal equippen. Und dann können wir es nochmal equippen, um wieder zurück zu glitschen. Okay, das ist cool. Warte mal. Oh, okay, ich glaube, ich verstehe. Das heißt, wenn wir das jetzt einfach aus der Hand nehmen und weglaufen, dann müssen wir uns damit wieder... Leute, das funktioniert auch nicht. Oh, Mann. Okay, diese Glitches sind irgendwie ein bisschen komisch. Warte mal. Leute, das muss doch an mir liegen, dass das nicht funktioniert. Weil guck mal, es passiert doch eigentlich alles genau gleich. Er liegt dann hier. So, dann würde ich vielleicht einfach mal wechseln auf... okay, wir machen das einfach mal weg und fahren dann einfach mal hier weg. So, zack, zack, zack. Nee, es geht aber nicht. Warum geht das bei ihm und bei mir nicht? Okay, Leute, da ist irgendein Glitch wahrscheinlich oder sowas, der mal früher funktioniert, wie es aussieht, aber heutzutage nicht mehr. Ich habe auch gerade gesehen, das Video ist schon 2 Jahre alt. Also, ist gut möglich, dass das schon gefixt wurde. Sehr schade, aber dann stimmt dieses TikTok halt leider auch nicht. Oh Mann, ich bin wirklich der schlechteste Astronaut der Welt. Okay, Leute, das Geheimnis der versteckten Statue. Oh ja, Mann. Wir müssen auf jeden Fall erstmal dieses Haus bauen. Und mit diesem Haus meint er dieses Haus, was diese... wie nennt man das nochmal? Säulen hat. Okay, dann würde ich auf jeden Fall mal sagen, schauen wir mal nach, ob es... Oh, warte mal, da steht das Haus sogar. Okay, pass auf, Leute. Ich muss jetzt hier mal ganz kurz rein und, da ist die Statue, Leute. Ist es die versteckte Statue? Naja, wenn sie versteckt war, war sie auf jeden Fall nicht gut versteckt, weil ich habe sie jetzt schon gefunden. Hey, was machen Sie denn jetzt hier in meinem Haus? Hallo? Oh, Entschuldigung, ich, Was heißt hier Was machen Sie hier? Also, ich mache, warten Sie ganz kurz, ich sag Ihnen gleich, was ich mache. Okay, schauen wir mal ganz kurz, was ich eigentlich jetzt mache. Okay, wir müssen uns die Statue angucken und dann müssen wir auf jeden Fall, einen Pool spawnen. Okay. Ach, ich bin natürlich hier, um mir einen Pool zu spawnen, der in deinem Haus. Das muss so sein, weil, Wissenschaft. Ich bin ein sehr großer Freund der Wissenschaft. Genau, und du siehst ja auch aus, als wärst du ein Riesenfan vom Weltall, richtig? Ich könnte vielleicht mal was machen, wenn du ins Weltall fliegen möchtest. Da bin ich nämlich Experte drin, ich bin nämlich Astronaut. Was? Oh mein Gott, ein was? Echter Astronaut möchte meine Hilfe haben? Natürlich, kein Problem, ich mach dir sofort den Pool. Und zack! Ja, das hast du ausgezeichnet gemacht, mit Ausnahme davon, dass wir jetzt hier drin sind. Egal. Gut, ich würde auf jeden Fall trotzdem sagen, das hat gut funktioniert und wir haben ihn zumindest zu dem bekommen, das zu machen, was ich wollte von ihm. Aber die Frage ist trotzdem, was machen wir jetzt? Okay, nachdem wir den Pool gespawnt haben, okay, können wir sogar noch was Optionales machen. Okay, wir können auf jeden Fall mal gucken, wenn wir denn nämlich einmal ganz kurz da runter gucken, sehen wir... dass das Wasser noch irgendwie weiter unten ist oder so. Okay, das, wir können uns das mal angucken. Sie, gehen Sie mir bitte aus dem Weg. Ich muss hier etwas machen für die Wissenschaft. Ja, ganz logisch natürlich. Ich werde auf jeden Fall für die Wissenschaft einmal ganz kurz einen Schlafsack hier platzieren. Ja, und dann... Oh, warte mal. Ich habe sogar schon was gesehen. Oh, ich bin jetzt nicht sogar... Leute, ich kann sogar mein Gesicht sehen. Durch den Helm durch. Wie cool ist das denn? Okay, ich sehe auf jeden Fall auch irgendwie irgendwas, aber ich bin mir nicht sicher, was genau ich da sehe. Was ist... Was soll das denn bitte sein? Also irgendwas spiegelt sich da auf jeden Fall im Wasser. Ich sehe es hier, aber ich habe keine Ahnung, ob das jetzt irgendwas Besonderes darstellen soll oder ob das jetzt einfach nur eine Spiegelung von irgendwas ist. Oh oh, das war nicht gut. Nein, nein, ich stecke in der Wand fest. Und das alles für die Wissenschaft. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Gut, ist auf jeden Fall auch egal. Also ihr Pool eignet sich auf jeden Fall hervorragend, um darin... zu schlafen. Ja, genau. Wirklich? Dann muss ich das direkt mal ausprobieren.
Mhm. Ja, das ist auf jeden Fall sinnvoll, weil das funktioniert natürlich ausgezeichnet. Ich stelle einfach keine Fragen. Gut, egal. Was müssen wir jetzt machen? Okay, Leute, wir brauchen auf jeden Fall jetzt erstmal einen schönen... ja, okay, genau, einen Helikopter und müssen unter die Map fliegen, wo wir dann einfach mal ganz chill mal auch einfach mal, ja, irgendwo hinfliegen. Ich weiß nicht, was das bringen soll, aber egal, wir gucken mal, was passiert. Ah, oh, das ist cool. Okay, wow, da unten steht dann scheinbar die Statue. Okay, Leute, das ist ziemlich cool. Dann müssen wir auf jeden Fall einmal ganz kurz zum Helikopter gehen und mal schauen, ob wir mit dem Helikopter da rüberkommen. Hä? Komm mal, okay, da oben müsste jetzt auf jeden Fall schon mal der Helikopter sein. Better boom. So, wir müssen uns aber erstmal einen spawnen. Zack, easy. So, dann müssen wir auf jeden Fall gucken, ob wir den irgendwo da unten finden, diesen Schlafsack. Den Schlafsack? Was laber ich da? Die Statue auf jeden Fall. Und, okay, mal gucken. So, dann müssen wir einmal ganz kurz da rüber. Let's go. Okay, jetzt einfach mal ganz entspannt den Turn machen. Let's go. So, einmal rum. Und, was? Nee, ich bin, nee, doch, alles klar. Ich dachte gerade, ich wäre schon zu früh rübergeflogen. Und dann einfach mal kopfüber weiterfliegen. Denn, Leute, das ist die Welt upside down von Brookhaven. Let's go. Okay, egal. So, wir müssen jetzt auf jeden Fall erstmal gucken, ob wir die Statue irgendwo finden. Denn ich weiß gar nicht, wo die sein soll. Da ist auf jeden Fall irgendwie so ein Raum, aber ich glaube, der ist für irgendwas anderes gut. Okay, warte, ich fliege ein bisschen tief. Ich sollte vielleicht nicht kopfüber fliegen. Aber, natürlich ist das immer eine gute Idee, kopfüber zu fliegen. Leute, ich verstehe. Oh, ich sehe es auf jeden Fall schon. Okay, da müssen wir jetzt ganz entspannt versuchen, da zu landen. Nein, das ist nicht landen. Das war nicht landen. Leute, das war nicht gut. Nein, 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 nein. Okay, Leute, wir haben es ein bisschen verkackt, aber egal. Wir gehen aber nochmal ganz kurz hin. Nein, jetzt bin ich wieder irgendwo reingeflogen. Hilfe. Okay, Leute, nächster Versuch. Diesmal ein bisschen langsamer. Let's go. Springen. Boah, Alter, das war ganz schön knapp. Okay, wir haben jetzt auf jeden Fall keinen Helikopter mehr und sind festgefahren. Aber zumindest, Freunde, haben wir den tollen Anblick einer wunderschönen Statue. Und zwar mitten im Untergrund von Brookhaven. Wie cool ist das denn? Hey, das finde ich aber mega nice. Das einfach steht... das ist das, was wir wahrscheinlich da gesehen haben. Da oben ist der Pool, in dem wir jetzt gerade drin waren, Freunde. Und wenn wir dann weiter runtergehen, dann ist einfach weiter unten drunter diese komische geheime Statue. Wie cool ist das denn? Okay, ich meine, ja gut, das ist halt einfach die Statue, die wahrscheinlich da oben steht. Aber trotzdem irgendwie witzig, Leute. Ah, oh mein Gott, Alter. Oh Mann, ey. Was um alles in der Welt? Also, ich meine, ich stelle für gewöhnlich nicht wirklich viele Fragen. Aber... irgendwie bin ich mir jetzt gerade auch ein bisschen unsicher, was das sein soll. Wer bist du? Oh nein, die Astronautin. Oh nein, Leute. Egal. Ich würde sagen, das sieht ziemlich gut aus. Wir machen mal einen Abflug. Tschüss. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Nächstes TikTok. Let's go. Okay, im nächsten TikTok haben wir jetzt auf jeden Fall das Army House Maze. Also das Armeehaus Labyrinth. Genau, so. Also dann gehen wir auf jeden Fall mal da rein und spawnen auf jeden Fall allererst mal das Army House. Okay, das ist auf jeden Fall ziemlich gut, Leute, weil ich glaube, das Haus ist nicht allzu schwierig zu bekommen. Wir müssen uns nämlich einfach nur ganz entspannt mal auf irgendein anderes Haus teleportieren. So, und dann würde ich sagen, holen wir uns mal ganz kurz das Army House. Ich glaube, das ist jetzt eins von denen, die ein bisschen weiter oben sind. Wo ist das denn nochmal? Okay, hab's gefunden. Hat nur 30 Jahre gedauert. gut, auf jeden Fall sind wir jetzt hier drin und können unseren... Leute, ich muss mich mal ganz kurz ein bisschen wieder zurücksetzen. Ich sehe irgendwie komisch aus, wenn ich die ganze Zeit als Astronaut rumlaufe. Gut, wir sind jetzt auf jeden Fall hier. Was müssen wir jetzt machen? Okay, wir brauchen auf jeden Fall einen, hier Schlafsack. Genau, müssen dann runter in das Labyrinth. Okay, das kennen wir auf jeden Fall schon. Und das in einen guten... in eine gute Position bringen. Ja, und dann können wir wahrscheinlich irgendwie da rausgehen und irgendwie durchfliegen und dann... Wow. Okay, scheinbar kommt man so irgendwie einfach unter dieses Ding. Ja, okay, gut. Wir hätten einfach den anderen nehmen können. Aber ich meine, das ist ja auch ein Eingang zum Labyrinth. Und ich glaube, wir gucken einfach mal ganz entspannt. Ah, wobei, ich glaube, es wäre wahrscheinlich besser, wenn wir den höheren Eingang nehmen. Da der unter anderem ein bisschen besser ist dafür. So, wir können es einfach mal hier versuchen, glaube ich. Wir haben auf jeden Fall schon mal den Schlafsack. Okay, nee, so ist keine gute Position. Wie wir, ich glaube, anders... Oh, ich sehe schon mal ein bisschen was, okay. Das ist nicht so ganz passend hier. Ich muss das wieder so machen, dass ich da so... Nee. Okay, ich glaube, egal, was ich mache, stellen die sich gerade so ein bisschen quer. Das ist doof. Okay, jetzt... Der ist zwar ganz gut draußen gelandet, aber leider ist der draußen gelandet. Okay, der ist, glaube ich, ganz gut... Oh nein, das ist die falsche Seite, Mann! Okay, Leute, ich hab's geschafft auf jeden Fall. Oh, na, oh, Mann. Okay, Leute, das hat nicht so ganz gut funktioniert. Wir hätten einfach irgendwo anders landen müssen. Vielleicht schaffen wir es einfach, wenn ich links springe. Okay, perfekt, Leute. Jetzt sind wir auf jeden Fall auf dem geheimen Labor, nicht Labor, Labyrinth gelandet. Okay, lol. Hey, das ist ja mal mega cool. Alter, warte mal, das sieht man auf jeden Fall ziemlich krasse Sachen. Warte. Nein! Ach, das kann doch nicht wahr sein.
Okay, Leute, jetzt ist es mir ein bisschen zu doof, das ehrlich gesagt nochmal zu machen. Deswegen fliege ich einfach ganz entspannt mit Freecam hin. So, okay. Auf jeden Fall kann man hier irgendwie gucken, dass man... Oh, lol, Alter, was ist das denn? Ach so, dass mein Schlafanzug... mein Schlafsack, der da vorhin lag. Okay, interessant. Hey, man kann sich das ganze Komplex so einfach von außen angucken. Das ist ja voll crazy, ehrlich gesagt. Oh, Mann. Oh, ey, das sieht echt cool aus. Vor allem, dass hier diese komischen Stangen, glaube ich, da oben nochmal drin sind. Alter, die gehen sogar richtig weit in den Boden. Voll krass. Okay, komisch. Auf jeden Fall kann man da irgendwie so rum und drüber laufen, aber ist auf jeden Fall schon ein cooles Komplex mit der, ja, der einzige Nachteil ist nur, dass man halt eventuell in den Boden reinfallen kann und dann tot ist. Das ist nicht so gut, aber sieht auf jeden Fall auch ganz cool aus. Okay, Leute, ich würde trotzdem sagen, das war's mit der heutigen Folge Roblox Brookhaven Secrets. Lasst auf jeden Fall einen Daumen nach oben, unten auf den Kanal und keine weiteren Videos mehr zu verpassen. Da rein und bis zum nächsten Mal. Ciao!